Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute auf einer etwas anderen Plattform. Ihr kennt mich mehr von TikTok und von Instagram, aber heute habe ich ein Thema mitgebracht, was mich wirklich in meiner Recherche super wütend gemacht hat und super schockiert hat. Und deshalb gibt es heute ein etwas längeres Video. Also, ich will nicht lang drum herum quatschen. Los geht's. Eine junge Frau lebt für ein soziales Experiment 18 Monate lang als Mann. Heute ist sie tot. Und ihr Tod wird vor allem aus antifeministischen Kreisen für die eigene misogyne Propaganda verwendet. Heute möchte ich mit euch über Nora Vincent sprechen. Nora Vincent war eine US-amerikanische Schriftstellerin, die im Jahre 2003 ihren Job als Journalistin kündigte, um sich voll und ganz ihrem neuesten Experiment zu widmen. Sie wollte über eine längere Zeitspanne als Mann leben und dann ihre Erfahrungen in einem Buch niederschreiben. Das tat sie auch und im Jahre 2006 wurde ihr Buch Self-Made Man veröffentlicht. Wichtig zu erwähnen ist aber an dieser Stelle, dass Nora nicht trans war. Das Gegenteil war eher der Fall. Sie war der Meinung, dass Menschen mit Transidentität niemals das gewünschte Geschlecht erreichen könnten, auch nicht durch Hormonbehandlungen oder sogar geschlechtsangleichende OPs. Also erreichte sie ihre Geschlechtsumwandlung nur durch Make-up, Kleidung und sogar Schauspielunterricht. Für ihr Experiment wird sie aus antifeministischen Kreisen sehr gefeiert und ihre vermeintliche Resonanz, die sie angeblich aus diesem Experiment gezogen hatte, wurde hundertfach, vielleicht sogar tausendfach online geteilt. Auch sehr große, namhafte Antifeministen wie Andrew Tate haben über den Fall von Nora gesprochen. Und wir alle wissen, was für eine große Reichweite dieser Mann hat und dass seine Anhänger ihm nahezu alles glauben, was er sagt. Und das ist genau in diesem Fall jetzt das Tückische. Denn Andrew Tate sagte in einem Podcast Folgendes über Nora. Sie sei vor ihrem Experiment radikal feministisch gewesen und wollte mit diesem Experiment zeigen, dass Männer es viel leichter am Leben hätten. Sie hätte dann aber gemerkt, dass sie vor allem von Frauen wie der letzte Dreck behandelt würde. Das hätte sie so fertig gemacht, dass sie daraufhin einen tiefen Frauenhass und eine schwere Depression entwickelt hätte, welche ihr unmittelbar nach dem Experiment auch das Leben gekostet hätte. Und das Schockierende an all diesen Aussagen, die ich gerade getroffen habe, ist Folgendes. Nichts davon ist so in diesem Kontext wahr. Und dennoch wird es hundertfach, tausendfach geteilt. Und genau das macht mich an der Geschichte von Nora Vincent so unfassbar sauer. Und deshalb möchte ich heute mit euch diese Kernaussagen, die über sie und ihr Experiment getroffen werden, auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Und keine Sorge, ich habe natürlich Quellen mitgebracht. Punkt Nummer 1. Nora sei eine radikale Feministin gewesen. Ich habe lange recherchiert und habe wirklich lange nachgeguckt, aber ich habe nicht eine einzige Quelle gefunden, in der Nora sich selbst auch nur annähernd als Feministin bezeichnet hätte. Eigentlich war sogar das Gegenteil der Fall. Sie sah zum Beispiel Abtreibungen als sehr, sehr kritisch an. Und wir alle wissen, dass körperliche Autonomie und das Recht auf Abtreibungen eine wichtige Säule des Feminismus ist. Ich habe auch nur finden können, dass sie sich selbst als konservativ bezeichnet hat. Was jetzt vielleicht auch nicht immer unbedingt mit dem Feminismus zusammenpasst. Warum wird denn also diese banale Lüge über sie verbreitet? Weil es den Feminismus degradiert. Weil es dem Feminismus mal wieder die Glaubwürdigkeit nehmen will und uns erneut in eine vermeintlich männerhassende Schublade steckt. Es hat schon fast einen Touch von, wir geben dem Feminismus die Schuld an Noras Tod. Und das machen Antifeministen sehr gerne. Sie verteufeln gerne den Feminismus und geben uns die Schuld an allem, was auf dieser Welt falsch läuft. Kommen wir aber zum nächsten Punkt. Die Absicht für Noras Experiment wäre gewesen, dass sie beweisen wollte, dass Männer es viel leichter hätten im Leben. Ich will dazu gar nicht so viel sagen, lasst uns doch einfach schauen, was Nora persönlich zu ihren Absichten bezüglich dieses Experimentes gesagt hat. I wanted to enter male spheres of interest and see how men are with each other. I wanted to make friends with men. I wanted to know how male friendships work from the inside out. An anderer Stelle sagte sie auch, dass sie einfach neugierig gewesen sei und etwas über die Menschheit lernen wollte. Punkt Nummer 3. Nora sei von Frauen wie der allerletzte Dreck behandelt worden. Also diese Aussage kann ich nicht direkt als falsch bewerten. Ich kann sie aber auch nicht zu 100% als richtig bewerten. Nora sagt durchaus, dass Männer und Frauen jeweilige Probleme haben und sie der Meinung ist, dass Männer es dadurch nicht automatisch leichter hätten. Sie sagt auch, dass sowohl Männer als auch Frauen jeweilige Privilegien haben, sie sich persönlich aber am Ende des Tages sogar immer für die weiblichen Privilegien entscheiden würde. Die Sache, die Männern laut Nora am meisten zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass sie ihre Gefühle und Emotionen nicht ausdrücken können. Es würde ihnen schon in Kindheitstagen quasi abtrainiert werden, sodass sie im Erwachsenenalter überhaupt nicht mehr in der Lage wären, ihre Gefühle und Emotionen zu artikulieren, geschweige denn auszuleben, was wiederum zur Vereinsamung bei vielen Männern führen würde. Men have had the tears and the emotional expression sort of pounded out of them from an early age, and so by the time they're men, it's very, they don't even have the vocabulary anymore or the emotional awareness to really say what they're feeling.
Es gäbe allerdings eine Emotion, die Männer immer ausleben könnte. Und das ist Wut. They don't get to show the weakness. They don't get to show the affection, especially with each other. And so often all of their emotions are shown in rage. Interessant ist auch an dieser Stelle, an wen oder was sich diese Wut richtet. Denn es sind Frauen. And they kept talking about their rage, often their rage toward women and what they would do physically and violently towards women. Right. One guy had chopped up a log pretending it was his wife. So I thought, great, you know, we're going to have axes and knives. So I was terrified. Natürlich ist es auch wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass nicht alle Männer Wut und Aggression gegen Frauen haben, ganz klar. Und wem der Schuh nicht passt, der muss ihn sich an dieser Stelle auch nicht anziehen. Dennoch ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass vor allem Statistiken über Partnerschaftsgewalt diese Erfahrung, die Nora da gemacht hat, teilen und bestätigen. Deshalb ja, es sind nicht alle Männer, die wütend und aggressiv gegenüber Frauen sind, aber es sind viele. Wo liegen jetzt aber also die Ursachen dafür, dass Männer ihre Gefühle nicht zeigen können und mit Wut und Aggressivität reagieren? Laut Nora ist es tatsächlich das Patriarchat. Sie sagt, dass das Patriarchat oder patriarchale Strukturen den Männern ihre Menschlichkeit und ihre Emotionen abspricht. Und keine Sorge, sie gibt dafür nicht nur anderen Männern die Schuld, sondern diese Strukturen werden sowohl von Frauen als auch von Männern heutzutage aufrechterhalten. Und das ist aber auch ein super interessanter und spannender Punkt. Denn Feministen sagen schon seit Jahren, dass das Patriarchat sowohl Männern als auch Frauen schadet. Und dass es Männern vor allem dahingehend schadet, dass man ihnen ihre Menschlichkeit abspricht. Dass man es ihnen abspricht, Gefühle zu zeigen, Schwäche zu zeigen oder sich Hilfe zu suchen. Dafür machen sich Feministinnen teilweise schon seit Jahren stark. Auch ich mache das in meinem Content. Nora hat uns also an dieser Stelle ganz klar einen möglichen Lösungsansatz gegeben, und zwar, dass man patriarchale Strukturen durchbrechen müsste. Warum wird denn also dieser Lösungsansatz nie zitiert? Warum geht es in diesen ganzen Zitaten immer nur darum, dass Frauen der Grund sind, warum Männer leiden? Weil wenn man das Patriarchat akzeptiert und akzeptiert, dass es vorhanden ist und uns schadet, dann müsste man zwangsläufig auch den Feminismus akzeptieren. Und das können Antifeministen nicht. Leider. Punkt Nummer 4. Nora hätte durch die schlechte Behandlung als Mann dann eine Depression entwickelt und sei letztendlich im Suizid geendet. Ja, Nora hat zum Ende ihres Experimentes hin eine Depression entwickelt. Sie sagt aber ganz deutlich, dass daran nicht ihr Umgang als Mann schuld war oder wie sie behandelt wurde, sondern die Tatsache, dass sie 18 volle Monate mit falscher Identität gelebt hat. Sie hat sich ständig hinter einer Maske und Lügen versteckt. Sie konnte nicht ihr authentisches Ich sein. 18 months of being an imposter was closing in on her. The pressure of being someone that you're not and being the fear of discovery and the deceit that it involves piles up and piles up. So by the time I got around to doing this men's group, it was really reaching critical mass. Sie sagte an anderer Stelle auch, dass sie durch dieses Experiment Empathie mit Menschen mit Transidentität entwickelt hätte, die sie ja zu Beginn überhaupt gar nicht hatte. Denn sie war durch ihr Experiment quasi selbst trans. Sie hatte eine ganz andere Geschlechtsidentität in ihrem Gehirn als das, was sie außen sehen konnte. In ihrem Gehirn war sie immer weiblich. Und genau diese Probleme haben auch Menschen mit Transidentität. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass Nora daraufhin eine Depression entwickelt hat. Aber ich finde, es ist ein guter Hinweis dahingehend, wie wichtig es ist, dass wir trans Menschen den Weg ebnen. Denn nicht in der gewünschten Geschlechtsidentität leben zu können, macht krank. Und das ist das beste Beispiel dafür. A week later checked into a hospital with severe depression. Identity, she concluded, was not something to play around with. When you mess around with that, you really mess around with something that you need that helps you to function. And I found out that gender lives in your brain and it's something much more than costume. And I really learned that the hard way. Und auch hier macht es mich wieder wahnsinnig wütend, dass Antifeministen eine Lüge verbreiten, wenn Nora doch ganz klar sagt, der Grund für meine Depression war, dass ich in falscher Identität gelebt habe. Und nicht, dass sie als Mann so schlecht behandelt wurde. Das wurde sie sicherlich, und da kann man sicherlich auch Kritik üben an der Behandlung von außen. Aber es war nicht ihr Grund für die Depression. Und kommen wir nun zum tragischsten Aspekt, ihrem Suizid. Ja, Nora ist letztes Jahr in einem assistierten Suizid in der Schweiz verstorben. Ganz wichtig zu erwähnen ist aber, dass zwischen Veröffentlichung ihres Buches und ihrem Suizid 16 Jahre liegen. Und sie hat in den Jahren dazwischen immer wieder gesagt, dass sie vor allem diese falsche Geschlechtsidentität in die Depression geführt hat. Unmittelbar nach Beendigung ihres Experimentes hat sie auch selbst gesagt, sie hätte sich psychologische Hilfe gesucht und es ginge ihr vorerst wieder gut und sie sei einfach froh darüber, dass sie die Identität von Ned, so nannte sie sich als Mann, abgelegt hat.
Und auch wichtig zu erwähnen ist, dass wir nichts über den Grund für ihren assistierten Suizid wissen. Theoretisch hätte sie auch schwer körperlich krank sein können. Und dennoch wird immer wieder online gesagt, sie hätte sich kurz nach dem Experiment umgebracht. Warum? Und was ich auch ganz schlimm finde an der ganzen Geschichte ist, dass diese ganzen Antifeministen, diese ganzen Alpha-Dudes, die jetzt diese Geschichte von Nora immer wieder teilen, sich nie um ihr Experiment geschert haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist. Weil jetzt kann Nora sich nicht mehr wehren. Jetzt kann man ihr Experiment nehmen und sie quasi als Marionette für die eigene misogyne antifeministische Ideologie nutzen. Es wird sich also genau das rausgepickt, was man gerne möchte. Dann wird noch hier und da eine eigene Wahrheit hinzugefügt. Und zack, haben wir eine super Propaganda gegen den Feminismus und gegen Frauen. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir auch auf ihre Erkenntnisse hinweisen. Denn sie hat sich dafür stark gemacht, dass wir auf das mentale Wohl und die Emotionalität von Männern achten. Und wir können diese Erkenntnis verbreiten und darauf hinweisen, ohne Lügen hinzuzufügen. Denn diese Lügen helfen am Ende des Tages niemandem. Und wie respektlos muss man bitte sein, dass man Lügen über eine tote Person verbreitet? Also fassen wir nochmal zusammen. Von diesen vier Aspekten war kein einziger davon so zu 100% richtig. Bei dem Aspekt, Männer werden wie der letzte Dreck behandelt, kann man zum Teil zustimmen, denn ja, man macht es Männern sehr schwer, indem man ihnen ihre Emotionalität und ihre Gefühle abspricht, was wiederum zu vermehrten psychischen Krankheiten führt. Aber das so zu bewerten, dass Männer es dadurch grundsätzlich schlechter hätten als Frauen in der Gesellschaft und dass sie quasi ganz unten sind und darunter kann nichts Schlimmeres kommen, finde ich schwierig. Aber alle anderen Punkte kann man ganz deutlich mit falsch bewerten. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, ihr konntet heute was lernen. Passt auf euch auf.